Schönen guten Abend, herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich sehr, Sie alle hier heute begrüßen zu können. Mein Name ist Matthias Dürkopp, ich bin hier Mitgeschäftsführer in den Harzkliniken neben Frau May und freue mich, dass wir heute diese Veranstaltung, diese Vernissage hier bei uns in den Harzkliniken veranstalten und dass wir das so ins Leben gerufen haben. Ich begrüße ganz recht herzlich natürlich auch Frau Weichert als Direktorin des Gymnasiums, Frau Kniep als Fachlehrerin für den Bereich Kunst und Herrn Alomari als Unterstützer des ganzen Projektes. Natürlich alle Besucher, wie sie hier sind, alle Patienten und Angehörigen und natürlich auch im Prinzip die Hauptprotagonisten, unsere Schülerinnen und Schüler, die hier heute diese Veranstaltung für uns im Prinzip ermöglichen. Ganz herzlich willkommen. Wir haben uns sehr gefreut, als vor einiger Zeit Frau Kniep auf uns zukam, beziehungsweise auf Herrn Nehm zu unserem Pressesprecher hier in den Harzkliniken und dieses ganze Projekt vorgeschlagen hat und damit initiiert hat, dass wir diese Kunstausstellung hier öffnen und auch die Kunst einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können. Als wir dann gesagt haben, dass wir das eine wunderbare Idee finden und was ich dann noch besonders toll fand, ist, dass auf Eigeninitiative im Prinzip der Schülerinnen und Schüler und der Schule dann alles von selbst lief. Das heißt, die komplette Organisation, der Aufbau hier vorn und auch die Plakate, die Werbung, das Marketing hat die Schule im Prinzip als ganz Eigeninitiativ ganz allein bewerkstelligt und das finde ich besonders toll und dafür auch nochmal einen herzlichen Dank. Und deshalb freue ich mich nochmal abschließend, dass wir diese Veranstaltung im Prinzip ja Bewegung meets Medizin hier bei uns veranstalten können. Und ja, nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie das so auf die Beine gestellt haben. Und einen ganz großen Dank nochmal an die Schule, an das Christian-von-Dohm-Gymnasium und an die Schülerinnen und Schüler. Kunstleistungskurses im diesjährigen Abiturjahrgang ausstellen. Dafür danke ich der Geschäftsführung der Asklepios Harzklinik in Goslar im Namen der Schule, der Fachlehrkraft Frau Kniep und aller Schülerinnen und Schüler, die diese Ausstellung durch ihre Arbeit überhaupt erst möglich gemacht haben. In erster Linie gilt mein Dank, gilt meine Bewunderung und meine Anerkennung aber den Schülerinnen und Schülern dieses Leistungskurses Kunst. Sie haben die ausgestellten Werke gefertigt und waren auch an der Vorbereitung der Ausstellung, wie wir eben ja schon gehört haben, maßgeblich beteiligt. Ein Niveau wie das der hier ausgestellten Werke ist nur möglich, wenn Begabung, Arbeitseinsatz und kontinuierliche Förderung und Unterstützungsarbeit zusammentreffen. Ich staune wieder einmal, zu welchen Leistungen unsere Schülerinnen und Schüler fähig sind und ich freue mich sehr, ihre künstlerischen Werke zu betrachten. Ich bin auch deshalb so begeistert, weil die Mitglieder dieses Kurses keine einseitigen Menschen sind, sondern sympathisch, vielseitig interessierte, engagierte junge Leute, deren Weg bis zum Abitur wir begleiten dürfen. Liebe Gäste, ich wünsche Ihnen viel Freude und innere Bewegung beim Rahmensprich des Ausstellens. Auch ich möchte Sie ganz herzlich hier zu unserer Ausstellungseröffnung begrüßen. Und auch ich möchte mich den Danksagungen meiner Schulleiterin anschließen. Ohne die verschiedenen Hilfen wäre diese Ausstellung nicht möglich gewesen. Die Asklepios Harzklinik stellt nicht nur die Räumlichkeiten zur Verfügung, sondern sie hat auch die Plakate finanziert, die wir haben drucken lassen können. Und sie stellt nachher, wenn wir fertig sind, mit den Reden, mit dem Tanz, ein paar Leckereien für alle zur Verfügung. Dafür herzlichen Dank. Mein besonderer Dank gilt aber auch Herrn Yasa Alomari, der mit mir zusammen
den Kunstkurs, den Kunstleistungskurs in etwa 30 Stunden unterrichtet und begleitet hat. Herr Alomari und ich haben gemeinsam die Praxisphase praktisch betreut und meine Schüler und Schülerinnen konnten von seinem Know-how deutlich profitieren. Man sieht an den Werken, welche Leistungen erbracht werden können, wenn freie Kunst und fachpädagogische Kunstlehrkräfte zusammenarbeiten und dann die Schüler anleiten. Wenn Sie sich die Plastiken anschauen, werden Sie sehen, dass es sehr unterschiedliche Bewegungen sind, die die Schüler hier zeigen. Es sind Bewegungen, die in blockhaft gestalteten Figuren eher innerlich, zart, ja eher eine Anbahnung von Mobilität zeigen. Dann gibt es wieder Plastiken, die sehr ungestüm sind, laut, die in den Raum hineingreifen, mit Kraft. Es ist soweit. Unsere Ausstellung mit dem Thema Bewegung ist fertig aufgebaut. Somit präsentieren wir heute stolz und nicht ganz unaufgeregt die Ergebnisse unseres zweiten Semesters im Fachbereich Kunst. Wir, wer sind wir? Wir sind Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs des Christian-von-Bohm-Gymnasiums Goslar aus dem Seminarfach Knie und haben uns Ende der Sekundarstufe 1 für das Fach Kunst auf erhöhtem Niveau entschieden. Was für eine glückliche und sinnvolle Entscheidung. Denn Kunst ergibt Sinn. Aber worin besteht der Sinn einer Kunstausstellung in einem Krankenhaus? Und dann auch noch Thema Bewegung. Das ist eigentlich ganz einfach. Krankenhäuser erbringen in gesundheitlicher und sozialer Hinsicht enorme Leistungen. Sie stehen niemals still und sind quasi ein 24/7, 365 Tage Betrieb. Nicht nur Forschung, Technik und medizinische Versorgung entwickeln sich, sondern auch die Menschen mit ihren Erfahrungen. So individuell wie die Menschen hier sind, egal ob Patient, Pfleger, Arzt oder Besucher, sind auch ihre Entwicklungen. Und mit ihnen das Krankenhaus. Bewegung ist im Spiel. Wir hoffen, dass die Plastiken bei Ihnen auf positiven Anklang finden und Sie heute mit einem Hochgefühl der Kunst die Ausstellung verlassen und morgen gleich wiederkommen. Danke. Mm-hmm.